So, Kinders, jetzt wieder einsteigen, jetzt wieder mit dabei sein. Jetzt geht's wieder los mit Ahsoka und dem Lego Star Wars Adventskalender. Ja, jedes Jahr aufs Neue. Den Adventskalender gibt's jetzt seit 2011. Das heißt, wir haben dieses Jahr Jubiläum. 10 Jahre Lego Star Wars Adventskalender. Hätte damals keiner gedacht, dass es so weit kommt. Den ersten Kalender haben sich die Leute gebunkert wie sonst noch was, weil alle dachten, ja, das war es jetzt einmal und dann nie wieder. Ja, es kam dann doch anders. Ist halt doch eine Einnahmequelle, ne? Ja, kurz die Eckdaten zu dem tollen Kalender. Er hat insgesamt 355 Teile, hat 6 Minifiguren. Ich habe noch keine Ahnung, was er uns erwartet. Ich habe mich dieses Jahr auch überhaupt nicht spoilern lassen. Den Adventskalender gibt es für eine UVP von 29,99 Euro. Das macht pro Teil 8 Cent, bisschen über 8 Cent, 8,4 Cent, fast 8,5 Cent. Der erste Adventskalender von Lego hatte nur 234 Teile, aber 8 Minifiguren. Das hatte damals einen Teilepreis von 12,8 Cent ungefähr ausgemacht. Ja. Ist wahrscheinlich eines der wenigen Sachen, die bei Lego mal nicht teurer werden. Ja, ansonsten bleibt zu sagen, dieses Mal haben wir ein The Mandalorian The Child Edition. Keinen normalen Lego Star Wars Adventskalender. Dieses Jahr steht ja, beziehungsweise die letzten Jahre steht ja alles in The Mandalorian Zeichen. Gute Serie, kann man nichts sagen. Ja, genau, ich weiß noch gar nicht, was uns erwartet. Das ist also das gute Stück von vorne. Und dann haben wir auch einmal eine schöne Rückseite. Da werden wir ein bisschen gespoilert, was kommt. Oben Mandalorian zur Größenvergleich. Ja, und dann schauen wir uns das Ding nochmal an. Von innen sieht das gute Stück so aus. Wir haben hier unsere ganzen Türchen, die wir in der nächsten Zeit schön miteinander entdecken. Und da sehe ich auch schon die Nummer 1. Dann stellen wir uns das mal schön hin mit unserer schönen Fläche da. Oh, ich bin ja so gespannt. Die Nummer 1. Und schauen wir mal, was es ist. Ganz viele kleine Teile. Sehr viel Grau. Und es ist... Ja, die Razor Crest sieht man doch schon. Bauen wir das gute Stück mal auf. Ja, der Adventskalender, der ist natürlich jetzt so wie die Razor Crest ausverkauft. Wie auch sonst. Ist natürlich jetzt schon für krasse Preise um die 40 Euro, teilweise 50 Euro auf Amazon erhältlich, bei Lego gar nicht mehr zu bekommen. Aber gut, ich meine, der war lange genug im Handel. Ich habe meine selber auch mit schönem Rabatt bei Amazon geschossen. Ich glaube 20 Euro. Ich kaufe immer einen für mich zum Aufbauen jedes Jahr. Meistens mache ich sogar ein Review, meistens über Instagram. Und einmal kommt einer in meine Sammlung. Also das heißt, ich habe tatsächlich original verpackt für jedes Jahr die schönen Adventskalender in meinem Lego-Zimmer stehen. Ich mein ganzer Stolz. So, da haben wir hier noch eine graue Platte. Ja, an Teilen, was man dabei hat, ist jetzt nicht so viel Besonderes. Viele Dinger, die mal diesmal lange nicht gab. Die hier, die waren ja mal vor ein paar Jahren ziemlich neu, aber die sind auch inzwischen überall drin. Also jetzt nichts wahnsinnig Besonderes. Ich hoffe, ich verbaue mich jetzt nicht allzu oft. So wie hier. So. Kommt hier noch eins hin. Ich baue immer irgendwie nie so ganz, wie man mir das vorgibt. Ich baue immer irgendwas zusammen. Meistens funktioniert das. Ich hatte ja vor kurzem mit die Titanic aufgebaut. Ich habe einfach drauf zugebaut in einer Rekordzeit. Wir waren ein bisschen unter Zeitdruck, aber die in einem Tag da durchzurocken, war schon nicht schlecht.
Da kannst du nicht viel Gedanken machen, ob da jetzt was richtig ist oder nicht. Zack, bauen. Zack, zack, zack geht das. Ja, ab und an mal verbaut, aber das gehört dazu. So, jetzt haben wir noch die andere Seite. Dann dieses wunderschöne Teil hier dran. Und das war's, glaube ich, auch schon. So viel Extra-Teile. Nochmal genau das Bild angucken. Es gibt ja Leute, die reißen das Schild ab. Finde ich furchtbar. Kann ich nicht. Ja, ich würde sagen, das war's auch schon. Das ist quasi diese kleine Razor Crest. Ich glaube, die war letztes Jahr auch schon mal drin. Da haben sie ein bisschen was verändert. Finde ich nicht schlecht. Süßes Teil. Ich würde sagen, wir haben noch ein paar extra Teile drauf über. Dann machen wir hier noch ein bisschen den Bug zu. Hier noch ein bisschen was drauf. Ja, das gehört nicht so, aber jetzt schon. Ja, diese ganzen Extra-Teile, die hier immer so schön übrig bleiben, die sammle ich dann immer in eine Extra-Box. Und dann hast du am Schluss immer noch ein riesengroßes Teillager übrig. Ja, da wohnt sie nun. Das war's also schon. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr zu diesem kleinen, wunderschönen Razor Crest so denkt, wie ihr das Video findet, was ihr sonst noch so alles erhofft. Ich habe heute schon einige tolle Ideen gehört, dass ich mal mein Lieblingsset vorstellen soll und dass ich ein bisschen Timelapse mit dazu betreiben soll, wenn ich meine Mocs baue. Gucken wir mal, sehr viele tolle Ideen, kann man natürlich vieles umsetzen. Ansonsten freut euch auf den nächsten Teil. Ich mache auch noch ein Review zum Marvel Adventskalender. Der folgt dann direkt im Anschluss. Den schaue ich, dass ich heute auch noch hochlade. Und dann gibt es zu jedem Adventskalender schön gemeinsam ein Türchen. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach fleißig kommentiert und einfach mal den Like-Button drückt für den Algorithmus. Das scheint ja auf YouTube ganz wichtig zu sein. Natürlich abonnieren, wäre mir wirklich lieb und ja, bisher freue ich mich sehr über euer positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss! It's Christmas night and everybody's eating. Telephones are